Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Heute geht es um das Buch Das Gegenteil von Romeo von Josie Charles. Das sieht so aus. Ich hoffe, das spiegelt jetzt nicht zu sehr. Ich habe es nämlich als E-Book gelesen, auf meinem Handy, wie man sieht. Ja, zum Cover ganz kurz. Muss ich ehrlich gestehen, ist nicht so meins. Ich mag allgemein Cover nicht so, wo Personen drauf zu sehen sind, also reale Personen. Wenn die gemalt sind oder gezeichnet oder gedruckt, dann ist das okay, aber solche realen Personen, sage ich mal, das gefällt mir nicht so. Zumal ich das in letzter Zeit sehr oft sehe und ja, mir ist das ein bisschen zu viel. Ganz allgemein, dieses Bild, wo man im Hintergrund diese Insel sieht. Ja, das Meer, diese Frau auf dem Steg, das passt zur Geschichte alles schon ganz gut. Ja, das schon. Ich möchte euch zu Beginn erstmal die Inhaltsangabe vorlesen. Ich wollte euch das so erzählen, aber ich werde mich da so verhaspeln, deswegen lese ich euch das einfach vor. Nachdem sowohl ihre Beziehung als auch ihre Karriere gescheitert sind, steht Rachel vor den Scherben ihrer Existenz. Frustriert verbringt sie ihre Tage am Chicagoer Flughafen, wo sie inmitten der Reisenden versucht, ihr Leben neu zu ordnen. Da wird sie ausgerechnet von dem umschwärmten Broadway-Star Aiden Rogers umgerannt. Dieser erweist sich jedoch als arroganter Mistkerl. Aus ihrer Wut heraus behält Rachel sein Portemonnaie, das ihr bei dem Zusammenstoß in die Hände gefallen ist, und kauft sich von seinem Geld ein One-Way-Ticket nach New York. Alle Zeichen stehen auf Neuanfang, doch in der Stadt, die niemals schläft, geht das Chaos erst richtig los. Denn der attraktive, aber unausstehliche Aiden Rogers lässt Rachel nicht mehr los, und als ausgerechnet er ihr ein unmoralisches Angebot macht, um ihren Diebstahl auszumerzen, nimmt das Schicksal seinen Lauf. Ich denke, es ist viel vorauszuahnen in diesem Roman. Andererseits muss ich sagen, dass mir die Idee echt super gefallen hat. Also das Buch hat mir auch super gefallen, weil das so eine Mischung ist aus Liebesroman, Broadway, Theater, Romantik, aber eben auch Ängste, Frustration, solche Dinge. Also das hat mir sehr gut gefallen, diese Mischung einfach. Es ist lesenswert, absolut. Ja, wenn es das jetzt noch als gedruckte Ausgabe gäbe, ich glaube, gibt es zurzeit noch nicht. Das ist auch ganz neu erschienen. Das kam erst jetzt im Mai raus. Ich habe das E-Book auch von der netten Josie Charles bekommen, um das Probe zu lesen, und das, also ich bin begeistert, das gefällt mir wirklich gut, das Buch. Daher gebe ich dem Buch auch die 5 von 5 Lesezeichen. Ich zeige euch noch einmal gerade das Cover. Sah so aus. Eine ganz ausführliche Rezension werdet ihr auf meinem Blog finden. Das verlinke ich euch unten in der Infobox noch. Und ja, ich empfehle euch das. Josie Charles ist übrigens auch bei Facebook. Über Facebook habe ich sie nämlich kennengelernt. Und ja, das war's dann auch schon wieder. Bis dann. Tschüss.